Weil sonst sehe ich hier nichts. Da gibt es einen Haufen Zeug, muss ich sagen. Ich hau jetzt mal... Das verdorbene Fleisch habe ich immer noch drin. Fasern hier rein, Holz hier rein und Stroh können wir auch hier reinhauen. Also der Baum muss eigentlich viel geben, der ist nämlich groß. Und tut er aber nicht. Bin mal gespannt, was mich hier alles erwartet. Ein richtiger Dschungel hier. Kommt man da hoch? Ich habe das Gefühl, ich komme ein bisschen hoch. Boah, aber das geht an. Keine Ausdauer mehr zum Springen. Toll. Dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Hier kann natürlich jeden Moment irgendwo was herkommen. Ich will da hoch. Im Moment scheint alles gut zu sein. Jetzt komm hoch. Komm, spring hoch. Ich glaube, wir sind oben. Das ist ein Dodo. What the hell? Muss ich wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, dass der mich nicht außersehen zertritt. Also, wir sind oben. Ich habe gedacht, da gibt es einen besseren Weg. Aber war wohl nichts. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Kahlschlag machen. Dass wir hier auch was sehen. Guck mal gleich, ob ich nochmal eine Kiste machen kann. Das sollte nämlich gehen. Boah. Alter!
damn it! Der zertritt mich fast. Ja, wir sind wirklich hier oben. Oh! Kann er mich mit seinem Schwanz schlagen? So, Kiste. Stroh. Toll, Stroh haben wir extra unten gelassen. Ich kann nicht sammeln. Gib mir Stroh. Ich glaube, wenn ich schlag, kriege ich wieder Stroh. Hallo. Den kann ich gar nicht. Den kann ich gar nicht schlagen. Alles cool hier oben, ja. Aber ich kriege keinen Stroh. Ich krieg alles Mögliche, aber keinen Strom. Fasern haben wir, glaube ich, bald 10 Millionen. Und hier hat man natürlich eine herrliche Aussicht. Boah, der hat gekackt. Ich weiß nicht, ob die kleinen Viecher da mir was machen. Großer Kothaufen. Jawoll. Die scheinen mir nichts zu machen. Aber ich brauche Stroh, Mann. Ich habe 15 Stroh. Wie viel brauche ich? 20. Da müssen wir einen Baum suchen, den wir hauen können. Kann ich nicht hauen. Ich kriege einen Haufen Fasern, aber nicht das, was ich brauche. Mann. Dodo. Ich bin ein bisschen angespannt. Ich will eine Kiste. Mal
ein Stroh. Und jetzt geht das Stroh. Jetzt haben wir schon wieder so viel Zeit verplempert. Fahren wir den Baum hier noch weg. Gehauen. So, wir lichten mal die, wir roten mal die Lichtung hier. So. Du bist überladen. Ja, das können wir mal wegwerfen. Herstellen. Kiste. Warum schubst er mich? Benutzen. Da ist wieder das Riesenvieh. Hoffentlich kann der Schwanz mich nicht hauen. Ey. Wenn ich einmal hau, dann bin ich weg vom Fenster. So, hier hin. Wie geht denn das nochmal? Ich check das nie. Ach so. So, also Holz rein hier. Stein mal rein. Marco-Bären rein. Samen rein. Samen rein. Fasern können wir rein tun. Dann haben wir hier, das machen wir mal hier zum Essen. Ich krieg ein bisschen Angst. Kann der mich tot trampeln? Was ich hier oben natürlich nicht habe, ist eine Wasserquelle. Ein Brontosaurier. Großer Kothaufen. Jeder kackt. Also als Dünger kann man das benutzen. Okay. So, jetzt müssen wir eigentlich schon wieder gucken, dass wir uns eine Hütte bauen. Alles aufsammeln hier. Alles. So, und ich mach mal hier kurz. Mach dich mal kurz vom Acker hier. Nein. Wow. Nein.
Ich bin hier in eine Spalte gefallen. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Oh, das ist ja kacke hier. Ich glaube, ich komme hier gar nicht mehr raus. Oh Mann. Ich kann nichts herstellen und ich bin hier unten gefangen. Ah doch, warte. Auch dafür habe ich nicht genug Zeug dabei. Was ist denn jetzt los? Da ist die Kameraperspektive verrutscht. Muss mal kurz neu machen.